Ich darf euch nach längerer Zeit mal wieder auf meinem YouTube-Kanal begrüßen und ich möchte mit euch jetzt eine kleine Serie starten, gemeinsam mit Dr. Raimund von Helden, den ihr mit Sicherheit alle kennt, einer der Vorreiter und Experten zum Thema Vitamin D. Und darum soll es jetzt auch gehen, die nächsten Wochen und Monate. Ich möchte euch einmal nochmal kurz die Seite Vitamin D Service vorstellen. Da gibt es verschiedene Unterrubriken. Auch die Vitamin D Zeitung zum Beispiel. Und daraus möchte ich euch einfach einige interessante Artikel vorstellen. Wir beginnen heute mit dem Artikel Marta aus Cordoba besiegt Corona mit Vitamin D, die Intensivstation verhindern. Ich werde dabei versuchen, euch so ein bisschen diese Artikel näher zu bringen, weil da auch teilweise Fachbegriffe dabei sind oder einige Dinge vielleicht für den Laien etwas unklar. Es geht jetzt heute um dieses Schaubild, wo man eben sehen kann, wie viele Corona-Patienten auf der Intensivstation gelandet sind, wie viele auf Normalstation, wie viele verstorben sind, ob mit oder eben ohne Vitamin D. Also die Fragestellung, schützt Vitamin D gegen einen schweren Verlauf beim Coronavirus? Im Februar 2020 wurde auf der Webseite www.virus. Genau, video.de der Nutzen belegt. Das hat Dr. Raimund von Helden gemacht. Das kann man anklicken und sich eben entsprechend das Video anschauen. Das wäre jetzt quasi auf dieser Seite. Das könnt ihr ganz entspannt dann selber später noch machen, nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Genau. Beobachtungen zeigten einen Überlebensvorteil für einen Vitamin-D-Spiegel von mehr als 30 Nanogramm pro Milliliter. Da wissen ja viele, die mir folgen und die auch meine Videos gesehen haben, dass diese 30 Nanogramm pro Milliliter von den meisten Laboren angegeben wird als Mindestwert. Es gibt teilweise auch leider Labore, die bei 20 Nanogramm schon sagen, das ist in Ordnung. Aber wenn ihr mir folgt, wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr, dass ein Minimum von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter notwendig sind, um überhaupt aus der Todeszone herauszukommen. Und wirklich gute Werte würden so im Bereich 60 bis 100 Nanogramm für Gesunde liegen. Jetzt ist die erste randomisierte Studie mit bzw. ohne Vitamin D bei eben diesen Covid-Patienten erschienen. Man kann interessanterweise natürlich all diese Informationen, die man dadurch gewinnt, über Corona, über die Covid-Geschichte, auch auf alle andere Atemwegsinfekte, grippale Infekte und so weiter übertragen. Das heißt, alles, was da gilt, gilt mit Sicherheit auch für andere Geschichten. Man weiß natürlich auch nie, wenn jemand jetzt positiv getestet wurde, wie viel spielt jetzt dieser Virus eine Rolle, inwieweit spielen auch andere Mikroorganismen, Viren, Pilze, Bakterien und so weiter mit eine Rolle für die Symptomatik, die man dann letztendlich hat. So, wie sind nun die Methoden in dieser Studie gewesen? Alle Patienten hatten einen Coronavirus-positiven Test und im Röntgenbild eine virale Lungenentzündung. Also da war auch wirklich was vorhanden, was zu sehen, auch diagnostisch. Dann nach Randomisierung. Randomisierung bedeutet, nach zufälliger Zuordnung bekamen die Patienten in der Verum-Gruppe einmal die spanische Vitamin D-Kapsel. Dazu kommen wir gleich, was diese spanische Vitamin D-Kapsel ist, weil das ist nicht das normale Vitamin D, was man sonst nehmen würde. Also das Cholecalciferol ist es nicht, sondern das Calcidiol, also das 25-Hydroxyvitamin D, kommen wir gleich nochmal dazu. Und danach wurde zweimal pro Woche weitergegeben. Auch da wissen natürlich viele, die sich ein bisschen auskennen mit dem Thema Vitamin D, dass die tägliche Gabe noch effektiver wäre. Ja, tägliche Gabe von Vitamin D oder Einnahme von Vitamin D mit einer fetthaltigen Mahlzeit ist am effektivsten, vor allem auch, wenn dann die wichtigen Kofaktoren für die Umsetzung, also Magnesium bzw. auch Vitamin A am Rezeptor vorhanden sind. Alle bekamen als Basis ein standardisiertes Therapieprotokoll mit Chloroquin und Antibiotika. Es wurde statt des bisher üblichen Vitamin D3 das 25-Hydroxyvitamin D verwendet, also das Calcidiol. Das ist quasi diese Speicherform, die Umwandlung erfolgt in der Leber. Und dann haben wir dieses 25-Hydroxyvitamin D. Und das wurde eben direkt gegeben in dem Fall. Durch die zusätzliche Alkoholformation am Vitamin D, also das ist diese OH-Gruppe, ist das 25-Hydroxyvitamin D3 besser resorbierbar. Die Umrechnung zwischen dem
besser aufgenommen mit 25 Vitamin D3 und konventionellen Vitamin D ist hier zu finden. Also da können Sie dann auf den Link unten drunter, diesen roten Link klicken und nochmal kurz eben reinschauen, wie diese Umrechnung dann erfolgt. Kommen wir zu den Ergebnissen. Also was hat man wirklich herausgefunden in dieser Studie aus Spanien? Ergebnisse. In der Kontrollgruppe ohne Vitamin D wurden 50% Intensivstationen pflichtig. Das ist eine ganze Menge. Also jeder zweite musste von Normalstation auf Intensivstation, weil es dem Menschen dann so schlecht ging. In der Verum-Gruppe mit Vitamin D war es nur eine einzige Person. Ein Patient von 50 Patienten, also 2% umgerechnet. Mit Vitamin D starb niemand, muss man dazu auch sagen. Also auch diese eine Person, die auf Intensivstation gelangt ist, ist aber daran nicht verstorben, hat das Ganze überlebt, hat sich erholt. Ohne Vitamin D gab es sogar 2 Todesfälle in eben der Kontrollgruppe, obwohl, muss man auch dazu sagen, obwohl die Gruppe nur halb so groß war. Ja, es waren also nur 25 Patienten in der Nicht-Vitamin-D-Gruppe, muss man sagen, Gott sei Dank. Es war natürlich auch schwierig, so eine Studie durchzuführen, wenn man eigentlich die Informationen hat und weiß, wie die Pathways, wie die Stoffwechselwege vom Vitamin D sind, was die Effekte vom Vitamin D sind, da dann jemanden bei solchen gröberen Infektsituationen kein Vitamin D zu geben, ist natürlich auch so eine gewisse, sagen wir, Gewissensfrage. Ich gehe mal davon aus, dass diese Informationen, diese ganz eindeutigen Informationen, bei den Machern dieser Studie wahrscheinlich auch gar nicht vorhanden waren. Was können wir nun schlussfolgern aus diesen Daten? Das Ergebnis der Studie zeigt den Nutzen der Vitamin-D-Therapie beim Coronavirus und wie gesagt übertragbar natürlich auch auf alle anderen Atemwegsinfektionen, die schwerer ausfallen. Es ist selbstverständlich, ein Vitamin, das fehlt, sollte schleunigst verabreicht werden. Ja, das gilt hier eigentlich nicht nur für Vitamin D, das sollte klar sein. Vitamin D ist ein Faktor, wenngleich ein sehr, sehr bedeutsamer, wichtiger Faktor in der Behandlung von Atemwegserkrankungen, aber längst nicht das einzige. Da habe ich ja auch schon einiges oft in den sozialen Medien für euch platziert, was fürs Immunsystem alles notwendig ist, um da auf der sicheren Seite zu sein. Der Nutzen für das Immunsystem ist bereits durch die Health Claims anerkannt. Auch da kann man, ich klicke jetzt mal drauf, draufklicken auf diesen Link und dann sieht man, was diese Health Claims sind. Ja, in diesem Schaubild zum Beispiel, wenn man es groß macht, dann dürfen 7 Sachen, oder? Das steht ja hier, genau, 7 Dinge dürfen Sie über Vitamin D sagen. Das darf offiziell gesagt werden. Und da gehört dann eben hier unten, sehen wir es genau, Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Das darf man sogar sagen. Das ist schön. Und genau das ist dann hier auch passiert. Der Nutzen für das Immunsystem ist bereits durch die Health Claims anerkannt. Zusätzlich ist ein prophylaktischer Nutzen absehbar. Ganz klar, man sollte natürlich nicht erst Vitamin D nehmen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn wir dann schon krank sind. Dann ist es ganz besonders wichtig, dass wir dann hochdosiert Vitamin D und andere Nährstoffe nutzen. Aber natürlich ist es extrem effektiv, wenn wir vorab schon prophylaktisch, präventiv das Immunsystem auf Vordermann bekommen und vorher schon einen guten Wirkspiegel vom Vitamin D haben. Also guckt, dass ihr in dem Bereich 60 bis 100 Nanogramm pro Milliliter landet und damit seid ihr dann sehr gut versorgt und seid in vielen Krankheitsbereichen auf der sicheren Seite. Hier nochmal das Schaubild mit der lieben Marta und der Cordoba-Studie. Ihr seht hier gelb mit Vitamin D, 49 Patienten auf der Normalstation gewesen. Ein Patient, hier dieser kleine lila Strich, der dann zur Intensivstation zeigt und eben ohne Vitamin D sind es 13 Patienten, die auf die Normalstation kamen und 13 Patienten auf der Intensivstation. Genau, und wie gesagt, verstorben ist in der Vitamin D-Gruppe keiner, in der Nicht-Vitamin D-Gruppe trotz kleinerem Patientengut leider Gottes 2 Patienten verstorben. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst zum nächsten Video.